Hitradio FFH. Fischers Müllmission. Also es riecht nicht unbedingt angenehm hier und das, obwohl richtig Wind geht. Ich riech's durch die Maske, aber es hat ja auch seinen Grund. Hier ist jede Menge Müll. Manuel, woher kommt das überall? Wir bekommen das Material aus dem Umkreis ungefähr 200 Kilometer, sprich Hessen, Teile von Rheinland-Pfalz, Nordbaden-Württemberg und Nordbayern. Ich habe gedacht, hier arbeiten so viele Menschen, aber hier ist ein Bagger gerade am Werk. Der reine Sortierprozess ist mittlerweile quasi automatisch. Hier der Bagger, den brauche ich dafür, dass er das Material aufschiebt, damit der nächste LKW entladen kann und damit er das Material in den Sackaufreißer reinwirft. Okay, also das ist das große Gerät hinter uns, der Sackaufreißer, und dann kommt das Ganze auf den Fördermann und das gucken wir uns als nächstes jetzt an. Ah, und das ist jetzt der Inhalt aus den gelben Säcken? Korrekt, hier ist der Inhalt, nachdem er auf dem Sackaufreißer frei auf dem Förderband liegt. Und von hier aus geht es dann in die Maschinenhalle und die Sortierung beginnt. Wir konnten heute schon ganz viele Müllmythen klären, aber einen müssen wir noch mal zeigen, Manuel. Das Ding mit dem Joghurtbecher und dem Aludeckel, weil das bereitet euch wirklich Probleme, ne? Ja, wenn wir uns das mal angucken, wir haben hier einen Kunststoffbecher mit einem Aluminiumdeckel. Wir sortieren zuerst Aluminium mit Magnettechnik aus. Dieser geringe Anteil an Aluminium reicht aber, um diese gesamte Kunststoff-Aluminium-Kombination in die Aluminiumfraktion kommen zu lassen. Aluminium kann recycelt werden, das Kunststoff geht aber verloren. Das ist ja eigentlich total schade und nicht Sinn der Sache. Also was machen wir? Wir trennen es am besten. Wir reißen einfach nur den Deckel ab, bevor wir es wegwerfen. Das ist ja auch keine Böswilligkeit der Menschen. Es ist einfach nur, sie wissen es nicht. Am besten Deckel ganz abmachen. Wichtig, nicht aufessen und Deckel wieder reintun, sondern beides getrennt in den gelben Sack werfen. Also dieser kleine Schritt, einfach nur Deckel abreißen und getrennt reinwerfen, hilft euch schon extrem viel weiter, sodass ihr beides recyceln könnt. Eminent. Kleine Sache, große Auswirkung. Okay, super. Ab sofort mache ich das. Und ich gehe davon aus, das haben jetzt ganz viele gesehen, die machen das auch. Versprochen. Ihr kriegt ab sofort weniger Joghurtbecher mit einem Aludeckel drin. Wir werden es kontrollieren. Ich nehme euch beim Wort. Wie viel von dem, was ihr geliefert bekommt, könnt ihr recyceln? Wir können ungefähr 55% vom Inputmaterial recyceln. Das ist schon ordentlich, aber es geht eigentlich noch mehr. Das heißt, stellen wir uns eine ideale Welt vor, in der wirklich jeder nur das in den gelben Sack packt, was auch wirklich reingehört, in die gelbe Tonne, wirklich nur den Kunststoff, die Verpackung, die da reingehört. Was wäre dann machbar für euch? Dann könnten wir gute 90% recyceln. Das ist ja mal ein Ansporn. Okay, also nehmen wir uns vor, ab sofort mehr drauf zu achten und wirklich nur das reinzuwerfen, was da reingehört. Mülltrennung wirkt. Eine Initiative der dualen Systeme. Zusammen mit Hitradio FFH.